Ich habe meine Stimme gerade nur mit den FPS bewegt, um das mal kurz zu verdeutlichen. Wie sie immer so. Wunderhübsch. Wie sie immer so am Anfang der Aufnahme sind. Ich möchte euch aber jetzt mal eben kurz. Hallo erstmal und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play The Elder Scrolls 5. Komm mal her, mein Freund. Guck mich an. Obwohl, wir machen es einfach mal so. Skyrim. Und ich habe einige Mods installiert. Was durchaus, ja. Ich weiß, ich skill gleich noch weiter. Keine Angst. Darum können wir uns auch gleich. Woran es auch liegen könnte, hier mit den Mods, mit den FPS, dass die jetzt gerade noch weniger werden, ist sehr stark, weil man schon bei der Aufnahme recht wenig FPS hat. Keine Ahnung warum. Also, ich hatte eben vor der Aufnahme konstante 60 FPS, wirklich durchgehend 60 FPS, keine Ahnung. Warum das jetzt auf einmal nur noch so wenige sind, das ist wirklich immer das Unschöne an der ganzen Geschichte hier. Aber das Schöne, was jetzt seit dieser Aufnahme dazugekommen ist und uns jetzt hoffentlich für eine ganze Zeit erfreuen wird. Ich fange schon mal an hier im Bett. Ich ziehe einfach mal mein Schwert. Dann werdet ihr schon sehen, wie das Ganze hier schon mal beginnen wird. Hallo, dein Schwert. Danke. Irgendwelche Wirbel um mein Schwert herum. Ja, das ist eine Mod, die so je nach Verzauberung, die auf dem Schwert ist, auch noch so einen, ja, so einen magischen Wirbelsturm oder magischen Tornado da rumlaufen lässt. Ja, und das verfärbt sich dann eben je nachdem, ob das Feuer ist, Eis oder ach, keine Ahnung, was es dann noch so gibt. Auf jeden Fall ändert seine Farben und ist dann immer schön am Rumwirbeln bei verzauberten Waffen. Außerdem noch gibt es eigentlich auch noch, also ist eigentlich noch, auch noch so eine Grasmod installiert, also so eine, ja, Umgebungs-Overhaul, Kacke. Nein, also keine Kacke. Ich wollte gerade sagen, ja, ich weiß gar nicht, ob die jetzt installiert ist wirklich, ob die funktioniert, da ich es gar nicht ohne Mods noch getestet habe. Aber ich kann gerade in dieser Straße eigentlich schon ziemlich sicher festmachen, dass die ganze Sache hier schon recht gut funktioniert. Ich gucke doch mal eben die Einstellung, was man noch so einstellen kann. Hier sieht man schon Wands of Skyrim. Darauf gehe ich gleich auch noch weiter ein. Skybirds gehe ich auch noch drauf ein. Jacksons Rename gehe ich auch noch drauf ein. Enhanced Blood gehe ich auch noch drauf ein. Sky UI funktioniert jetzt doch endlich wieder. Jetzt haben wir hier auch die ganzen Zeichen und da unten die Buchstaben, was man dafür braucht und. Hier auch wieder die ganzen Symbole davor und alles. In der Favoritenliste, also läuft jetzt alles viel besser. Und Gruppe 1, nee, doch nicht. Ich habe mich eben schon gewundert. Egal, es war nur ein kurzer Gedankengang von mir. Vergesst es bitte mal. In welche Richtung müssen wir überhaupt gehen? Ich kann ja. Danke. Ich kann ja wenigstens mal irgendwas Effektives machen, während wir uns hier durch die Gegend bewegen. Nein, ich kann mich ja durch die Gegend bewegen, wenn ich hier erkläre. So, warum gehört die ganze Kacke hier? Außerdem, wenn wir dieses wunderschön aussehende Schwert. Oh, diese wunderschön aussehende Landschaft mit diesem wunderschön aussehenden Laub. Ich komme echt nicht drauf klar. Neue Aufnahme und direkt wird man so wunderbar begrüßt. Echt, das ist so. Boah. Ich muss ins Licht gehen. Ja, also wenn wir dann dieses wunderbar aussehende Schwert auch benutzen, dann werden wir auch nochmal bemerken. Ich denke mal, uns werden noch so einige Gegner hier über den Weg laufen. Auf unserem Weg, auf unserer Reise. Dann werden wir auf jeden Fall auch bemerken, dass ich auch ja Enhanced Blood Textures installiert habe. Und zwar, ja, es macht letztlich, ich gehe noch mal eben kurz darauf, kann ich mich auch noch ein paar Sachen einstellen dafür. Ich habe eigentlich schon einen Teil eingestellt hier gerade eben vor der Aufnahme, aber das hier noch nicht. Man kann hier meinetwegen ja die Größe, die das Blut auf dem Bildschirm einnimmt, einstellen. Zu Demonstrationszweck mache ich das Ganze erstmal jetzt hier für diese Aufnahme etwas höher, damit man auch wirklich sehen kann, wie das Blut hier spritzt. Dann wollte ich die Wunden eigentlich auch etwas, ja, niedriger machen, die Zeit. Und das war es eigentlich auch schon.
Ja, und da, das ist eigentlich nur so, dass ja das Blut etwas besser aussieht und man dann auch ein bisschen Blut auf dem Bildschirm bekommt, wenn man irgendwo gegenschlägt. Und es eben auch noch so blutige Wunden gibt, wenn man selbst irgendwie gebissen wird oder so. Ja, das macht das eigentlich nur. Jackson's Renamer kam ich auch gleich dazu. Erstmal Skybirds. Hier schon ein wunderschönes Logo. Und momentan ja 39 Birds spawned hier in der Gegend. Ich hoffe, ich kann gleich auch mal. Ja, guck mal, da sind schon überall die wundervollen Vögel hier in der Gegend. Das sind sie nämlich, die hier durch die Gegend flattern jetzt. Durch die neue Mod. Ich habe auch hier zu Testzwecken oder zu ja, Anschauungszwecken erstmal den ganzen Kram an Vögeln etwas höher eingestellt. Dass hier auch ein bisschen mehr Vögel durch die Gegend kreuzen. Oh, jetzt kann ich sogar gleich mal die Enhanced Blood Textures eigentlich zeigen. Ja gut, man sieht jetzt ein bisschen, das Blut ist etwas schöner, etwas glänzender, so einzelne Tropfen und so. Ich habe irgendwann mal am Anfang des Skyrim Let's Plays gesagt, ja, ich habe auch extra noch die Bluttexturen etwas höher gestellt. Ich weiß nicht, wie ich auf diese Aussage kam. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt noch irgendwie das Ganze wiederfinde, sonst schneide ich euch das hier eben vielleicht sogar mal rein. Auf jeden Fall, auf jeden Fall habe ich da gesagt, ja, dass ich Bluttexturen etwas höher gestellt habe, die Auflösung. Ich weiß echt nicht, wie ich darauf kam. Vielleicht habe ich ja vorher irgendwie gerade Happy Wheels gespielt oder so und da die Bluttexturen etwas besser eingestellt oder das Feature gab es irgendwie bei Oblivion. Keine Ahnung. Aber jetzt habe ich dieses Versprechen eingelöst. Jetzt sind die Bluttexturen wirklich verbessert. Schwarz Stein entdeckt. Okay. Boah, und es wird abend, meine FPS steigen gleich. Das ist irgendwie echt faszinierend hier. Richtig faszinierend. Und ich glaube sogar, damit die lieben Enten, Gänse, was auch immer für Viecher das sind, etwas unbekannt vorkommen. Sieht voll gruselig aus mit den Augen. Geh bloß weg. Naja, auf jeden Fall, wo war ich jetzt? Genau. Habe ich das Ganze jetzt eingelöst und. Tut mir leid. Die Mine ist zurzeit geschlossen. Okay. Kann ich mitleben. Und, so kennt man das ja als Schmied hier immer ein bisschen. Wenn man einfach, also man nimmt einfach so einen Stab, so einen Stahlstab, dann hält man den Moment in die Lava da rein. Und dann nimmt man ihn raus, wirft ihn in kaltes Wasser. Und dann lässt man ihn einfach verschwinden. Das ist so das typische Handwerk eines, Schmieds, wie es natürlich eigentlich bekannt ist, also wenn man schon mal vielleicht in so einem Museum war, dementsprechend. Ich glaube, ich nehme sogar noch mal das Gras hier von den Straßen runter. Das wird mir doch etwas zu übertrieben, wo hier überall Gras rauskommt, weil es mir auch aus den ganzen Steinen hier rauskommt. Das ist etwas seltsam. Das ist irgendwie wie so ein behaarter Rücken. Deswegen finde ich es gerade ein bisschen ekelhaft. Im Hintergrund hört man gerade Birds of Skyrim. Ich glaube, ich erzähle gerade was Falsches. Skybirds, Birds of Skyrim war die andere Mod, die ich jetzt nicht dabei habe, aber. Ne? Ja, wo war ich denn jetzt? Lands of Skyrim. Das ist so, da gibt es eben so kleine Zauberstäbe, mit denen man dann auch noch zaubern kann, die man so wie so ein Schwert durch die Gegend herumschwingt und ja, wo es auch ein paar hübsche Elementzauber dazu gibt. Ja, kann ich euch dann zeigen, wenn wir mal sowas haben. Aber dafür brauchen wir erstmal eine Holzfällaxt, um dann Feuerholz zu hacken und um daraus dann so einen kleinen Holzzauberstab herzustellen. Deswegen geht der momentan noch nicht so viel zum zeigen. Jackson's Renamer ist da auch noch da. Ach komm, zeige ich mal sofort hier. Lydiard muss mit mir herhalten. Ich habe schon mal auf Twitter gepostet. Den ganzen Kram kann man mal ganz gut mitverfolgen. Also ich habe. Gut, das wollte ich mal testen. Ich habe. Lydia, hast du da blaue Was? Haaransätze? Ja. Hast du da blaue Haaransätze? Ich glaube, das Diadem, das wir ihr geschenkt haben, ist nicht wirklich aus gutem Material. Ja, tut mir leid, Lydia. Die ganzen Vögel hier ist echt heftig. Ja, also ich kann jetzt, das habe ich schon auf Twitter gepostet, ich habe Lydia schon einmal in Hans umbenannt. Und jetzt könnte ich hier zum Beispiel auch Lydia in, keine Ahnung, was weiß ich, wer läuft mal hinter uns her? Benjamin Franklin läuft hinter uns her. Nur Lydia, du bist jetzt Benjamin Franklin.
Also man könnte sie theoretisch eben alles mögliche in Skyrim umbenennen. Ich mache Lydia erstmal wieder auf Lydia. Denn Lydia soll eben auch Lydia bleiben irgendwo. Aber gewisse andere Dinge, zum Beispiel dann eben unser nächstes Pferd, wenn ich natürlich nicht mehr Pferd von Nevok. Weil es ist natürlich ein anderes Pferd, nicht mal das originale Pferd von Nevok. Ach, Pferd von Nevok. Und... ja, das werden eben ein anderes Pferd. Nee, das kann man dann richtig umbenennen. So einen richtigen Namen bekommen, außer von Pferd von Nevok. Also, ne? Irgendwie, keine Ahnung. Heinz. Was weiß ich. Heinz war eigentlich gar keine schlechte Idee. Ihr wisst alle nicht warum, aber es wäre gar keine schlechte Idee. Wir werden es schon sehen. Irgendwann werden wir uns bestimmt nochmal ein Pferdchen zulegen. Nö, nö, ja. Ja, was hatte ich denn jetzt noch nicht? Ich weiß, ich glaube, ich hatte fast alles an Bots hier. Durch. Ich überlege nochmal, ja, für Overhauls bei Blut und Gras. Und ansonsten, was, glaube ich, soweit. Wir begeben uns gleich erstmal in die Festung.